Hallo und herzlich willkommen zu Pilze unter der Lupe. Heute möchte ich euch den nebelgrauen Trichterling vorstellen. Er wird auch Nebelkappe, Herbstblattel, nebelgrauer Trichterling, Graukappe, Graukopf oder Michaelipilz genannt. Dieser Pilz hat einen umstrittenen Speisewert. In vielen Pilzbüchern gilt er noch als essbar. Trotzdem sollte man vom nebelgrauen Trichterling Abstand halten, da seit neuesten Erkenntnissen bekannt geworden ist, dass er Magen-Darm-Störungen verursachen kann. Wir haben den früher sogar eingelegt, und zwar so süß-sauer zusammen mit violetten Rötelritterlingen. Heute mache ich das nicht mehr. Dann nehmen wir mal den nebelgrauen Trichterling unter die Lupe. Der Hut kann 4 bis 20 cm im Durchmesser werden und farblich variiert er von graubraun bis weißgrau. Es gibt sogar eine weiße Varietät. Er ist immer etwas radialfaserig und die Haut ist glatt und ist abziehbar. Der Rand ist lange eingerollt. Der Stiel kann 5 bis 12 cm lang werden und maximal 5 cm im Durchmesser. Der weißliche Stiel besitzt oft faserige Rillen. Im Alter wirkt der Stiel faserig und hohl. Der Stiel kann deutlich keulig erscheinen oder zylindrisch. An der Basis befindet sich immer ein weißer Myzelfilz. Auf der Hutunterseite besitzt er weiße oder gelbliche, sehr dicht stehende Lamellen. Sie sind am Stiel breit angewachsen oder nur wenig herablaufend. Die Lamellen sind verschiebbar und leicht ablösbar. Auch weisen sie eine wellige Schneide auf. Das Fleisch ist weißlich und fest, manchmal im Alter kann es faserig erscheinen. Der Geruch wird beschrieben als unangenehm süßlich, nach Raps, etwas parfümiert oder an Schimmelkäse erinnernd. Ich fand den ehrlich gesagt immer sehr lecker pilzig riechend. Der Geschmack ist auch säuerlich, unangenehm beschrieben bis mild. Die Sporenpulverfarbe ist cremegelblich oder hellgelblich. Der nebelgraue Trichterling ist ein typischer Folgezersetzer und vor allen Dingen in Mischwald zu finden. Hier wächst er gern in Hexenringen vom Spätsommer bis in den Spätherbst hinein. Wie hier zum Beispiel, das ist so ein richtiger Hexenring hier gewesen. Er ist ein richtiger Massenpilz und in der Nähe lohnt es sich Ausschau zu halten nach Rödelritterlingen, denn die haben dieselben Ansprüche ans Habitat. Hat euch das Video gefallen, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Pilze unter der Lupe. Tschüss!